Auf meinem Blog gibt es einen Artikel über das XF33 1.4 RLMWR. Der Titel: Fujifilm XF33 1.4, mein immer drauf Objektiv. Das Objektiv ist einfach der Hammer und es gibt keine bessere Linse für mich. Heute, nicht einmal ein Jahr nachdem ich den Artikel veröffentlicht habe, bin ich anderer Meinung. Hey, mein Name ist Markus und ich bin dein Host auf Exciting, dem Fuji-lastigen Fotografie-Channel. Ich möchte mit dir meine Begeisterung für die Fotografie und ganz speziell für die Fotografie mit dem XF-System von Fujifilm teilen. Du findest hier meine Meinung zu Hardware, Fototipps und vielleicht schon bald Talks mit anderen Fotografen und YouTubern. Wenn dir der Inhalt gefällt, dann würde ich mich tierisch über ein Like und ein Abo freuen. Wenn du dann noch die Glocke anmachst, wirst du benachrichtigt, sobald ein neues Video online geht. Ich sage schon mal Danke und wünsche dir sehr viel Spaß mit dem folgenden Video. Das neue 33mm 1.4 hat mich brutal begeistert. Es ist super scharf und mit 33mm kommt es verdammt nah an das 50mm Kleinbild-Äquivalent dran. Ich habe damit richtig schöne Porträts geschossen, habe es für die Street-Fotografie und für meine Everyday-Shots genutzt. Aber hey, die Zeiten ändern sich und meine Art der Fotografie hat sich ebenfalls geändert. Verstehe mich nicht falsch, das neue 33er ist eine absolut wahnsinnig gute Linse. Und wer jetzt denkt, dass ich was Negatives gegen das Objektiv sage, der wird enttäuscht abschalten müssen. Aber ich, also ganz persönlich ich, habe ein neues Lieblingsobjektiv. Und zwar das XF23 F1.4 von Fujifilm. Vielleicht hast du dich schon gewundert, warum ich beim 33er immer so bewusst vom Neuen gesprochen habe. Hier bekommst du die Lösung. Ich habe mir die 23er Linse in der alten Version gekauft. Lass mich raten, du denkst dir jetzt, aber das ist doch viel älter und langsamer. Oder boah, das steht aber nicht auf der Liste der sensoroptimierten Objektive. Oder sogar in den Regen kannst du damit nicht gehen. Du hast absolut recht. Auf dem Papier ist es das schwächere Glas. Aber Daten sind halt mal nicht immer alles. Vielleicht sollte ich erstmal sagen, warum ich das Bedürfnis nach einem 23er hatte. Ich schaue einfach unfassbar gern die Videos von Peter McKinnon an und war begeistert, als er sich eine Leica Q2 gekauft hat. Ich habe da mal auf meinem Sigma 18-50 f2.8 auf 18mm eingestellt und bin losgezogen. Dabei habe ich festgestellt, dass das Objektiv der Leica Q2 für mich zu weitwinklig wäre. Also habe ich die nächste logische Festbrennweite am Zoom eingestellt. Und das waren die 23mm. Das gefiel mir schon ganz gut. Was mich jetzt auch nicht wirklich wundert. Schließlich habe ich mal einen kompletten Urlaub mit meiner Fujifilm X100V dokumentiert. Es stand also ein 23mm Objektiv auf dem Wunschzettel. Da ich eine große Blende ganz gerne mag, kam nur das 1.4er in Frage. Ich habe mir dann ein paar Videos angesehen und bin auf einen Vergleich des alten mit dem neuen 23er 1.4 gestoßen. Da wurde ich stutzig. Mir gefiel der Look des alten viel, viel besser. Es war nicht so clean, irgendwie dreckiger und die Kontraste wurden betonter dargestellt. Ich war begeistert und musste das selbst ausprobieren. Und hey, ich wurde nicht enttäuscht. Das alte Objektiv hält, was ich mir von ihm versprochen habe. Es ist großartig. Richtig gut gefällt mir das Zusammenspiel von dem Look des Objektivs und den Fuji-Rezepten. Ich bastle da gerade an meinem eigenen Rezept und das Objektiv harmoniert so wunderbar mit den Einstellungen, dass ich die importierten JPEGs nur noch schnell zurechtschneide und den Horizont ausrichte. Aber das halt auch nur, wenn es wirklich notwendig ist. Und vielleicht noch ein für mich echt nicht unwichtiger Aspekt. Das Objektiv sieht auch noch verdammt gut an der X-T5 aus. Ich hatte das Glück, dass der Verkäufer ein Set mit einer richtig hübschen Sonnenblende angeboten hat, die ich mir im Nachhinein wahrscheinlich eh selbst gekauft hätte. Das Ganze hat zur Folge, dass ich die Kamera jetzt noch lieber in die Hand nehme und wieder häufiger nutze.
Ich werde mir künftig öfter mal ältere Objektive ansehen. Das alte 35er 1.4 soll ja auch einen ganz eigenen Look. Ach, lass mir das erstmal. Ich sage vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Sei so gut und lass ein Like da, abonniere den Kanal und mach die Glocke an. Das hilft dem Kanal weiter zu wachsen und ist für mich so eine Art Lohn. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Mach's gut, bis bald.